Willkommen zurück zu Dragon Age Origins Awakening. Nachdem wir im letzten Teil ja einmal durch die ganze Stadt gehetzt wurden von lauter Banditen um den Hals, können wir jetzt hier, glaube ich, endlich in das Schmugglerversteck. Na? Ach, du bist doch ein... Ach egal, komm, kloppen wir sie weg. Gut. Ich glaube, jetzt kommen wir wirklich da rein. Und der müsste dann den Schlüssel dabei haben. Schlüssel der Schmuggler, ein Krähendolch. Ach, nee. Gott, wie furchtbar. Nee, gar nicht. Habt ihr noch irgendwas dabei? Nee, ne? Gut. Dann würde ich sagen, mischen wir jetzt mal die Schmuggler auf. Du hast einen Schlüssel verwendet. Ja, danke. Dachte ich mir schon. Dann mischen wir jetzt noch die Schmuggler auf. Und dann... Ja, mal gucken, ob es hier noch weitergeht. Wir haben ja... noch einen Ausgang gesehen, aber ich meine, der führte auf die Weltkarte, also ganz im Norden der Stadt. Ich glaube, da gab es nicht noch ein extra Gebiet. Oh, wir hatten doch, Moment, da oben war Wynn. Genau, da müssen wir noch hin. Und da war, glaube ich, auch noch eine Anschlagtafel des Kantors, wenn ich das richtig gesehen habe. Wäre vielleicht schlauer gewesen, wenn wir erstmal da hingegangen wären, anstatt hier reinzugehen, aber okay. Spielzeugstreitwagen. Okay. So, Banditenversteck. Hier wimmelt es wahrscheinlich von Fallen. Hinten sind Gegner. Ich könnte mal einen Quicksave machen. Ganz vorsichtig. Ja, ich kann mir nicht angreifen. Oh, er sieht schick aus. Ja, nicht gegen den Pfosten laufen. Ich habe von euch gehört. Ihr habt ein paar meiner Jungs ziemlichen Ärger gemacht, nicht wahr? Aber nur ein paar. Ah, okay. Da hinten kommen auch noch ein paar... Ja, gut, wir sollten uns mal auf den fokussieren hier. Okay, switch mal kurz auf anders. Was haben wir denn hier alles? Da hinten ist ein... Ja gut, ein Bogenschütze, den lassen wir einfach mal machen. Du kommst mal hier rein. Oh. Du musst mal weg. Jetzt muss ich gucken, dass ich da von unseren Jungs keinen einfriere. Aber wenn ich das so ganz aus noch einen Tick, dann sollte das gehen. Okay. Von der Höhle hätte ich mir jetzt dann doch einen Tick mehr erwartet. Dass sie so ein bisschen größer wäre. Aber naja, macht nichts. Wäre das auch erledigt. Irgendeiner hat hier ein Level-Up. Nathaniel oder anders. Will ich mal gleich mit uns sehen. Aber erstmal plündern wir hier alles. Handschuhe des der Schwindlerin. Ich will immer des Schwindlers sagen. Ja, sehr schön. Die können wir gebrauchen. So. Und Füße des Langfingers. 50 Ausdauer. Oh, finde ich gut. Ein paar vernünftige Schurkenklamotten. In Origins fand ich es ein bisschen schade. Es gab natürlich für alle Klassen Zeugs. Oh, was ist denn hier alles drin, Mensch? Aber die schweren Plattenrüstungsträger wurden so ein bisschen bevorzugt, fand ich. Gerade was auch die optische Vielfalt betrifft. Ich hoffe, das ändert sich sehr. So. Ein Schloss. Okay. Ja, noch ein einfacher Dolch. Bücherstapel. Nehmen wir natürlich alles mit. Pläne für die Bandfülle. Und noch eine verschlossene Truhe. Pfeil des Drecks. 3 Naturschaden. Tolle Bezeichnung dafür. Schön, das wäre erledigt. Kurzer Blick auf die Karte. Hier sind wir reingekommen. Und zum gekrönten... Ah, da geht es zum gekrönten Löwen. Okay, da waren wir noch gar nicht dran. Ich würde sagen, das ist ein guter Start, wenn wir da einfach mal durch den Eingang reinkommen. Dann
wissen die Jungs direkt, was da abgeht. Und das war, glaube ich, auch direkt gegenüber von der Anschlagtafel des Kantors. Dann können wir da direkt durchmarschieren. Ja, wunderbar. Das ist doch schön. Dann gehen wir danach zur Anschlagtafel des Kantors, gucken, ob die Stadt noch ein bisschen größer ist. Und ich, wenn die nicht größer ist, dann sind wir, glaube ich, in Amarenthian fürs Erste auch fertig. Und können uns dann mal aufmachen in die anderen Gebiete. Ja, Codex-Eintrag. Das ist verschlossen. Aha. Ihr habt keine Namen, okay. Dann dürfte es euch auch nicht besonders schwer fallen, bei zuzusehen, wie ich euch ausraube. Gut, aber hier wollen wir zuerst dran. Ah, wieder auf Nathaniel. Fenil. Schlüssel erforderlich, ja. Da geht's nicht rein. Sorcha. Oder Sorcha. Möchtet ihr etwas, um euch den Staub aus der Kehle zu spülen, Fremder? Ich bin auf der Suche nach einem grauen Wächter namens Christoph. Ja, ich erinnere mich an ihn. Aber ihr solltet lieber mit meinem Boss sprechen. Da drüben an der Theke. Mhm. Toll. Okay, machen wir das. Ich habe gehört, Huberts Bande hat Schwarzgebrannten in die Finger bekommen. Glaubst du, die verkaufen mir was von dem Zeug? Hubert hasst dich. Das heißt dann wohl nein, richtig? Bin schon unterwegs. Mhm. Anschlagtafel der Weisen Verderbnis. Die Weisen der Verderbnis. Müssen wir vielleicht mal gucken, aber ich könnte schwören, da stand da eben mit P anstatt mit B. Also Verderbnis. Na, egal. Die Weisen der Verderbnis. Eine auf ein dreckiges Stück Papier gekritzelte Nachricht. Wir sind die Weisen der Verderb... Okay, scheint das beabsichtigt zu sein, wenn das öfters vorkommt. Egal. Von der Amarantin. Arme Kinder, von denen die Eltern von der dunklen Brut getötet wurde. Im Winter frieren wir und brauchen also 50 Silber für Kleidung und... Ah, okay, weil das von Kindern geschrieben ist. Ah, ich habe es durchschaut, ja. Und es hat auch überhaupt nicht lange gedauert. Hust, Räusper. Bitte helft uns. Legt das Geld bitte in den Krug bei der Anschlagtafel. Danke, gutes Sirs. Wie war das? 50 Silber? Annehmen, ja, komm hier, 50 Silber. Das war doch jetzt hier das Ding, ne? Ja, machen wir. So nett sind wir ja. Aha, Öl. Natürlich. Okay, Gegenstände erhalten. Öl. Kais epischer Geisterbrand. Hm, was zu trinken, das ist immer was für Ogryn. Wir sollten uns auflehnen. Was? Ach, nerv nicht. Wir sollten uns gegen... Kann ich etwas für euch tun, mein Freund? Ist ein grauer Wächter namens Christoph hier durchgekommen? Und wer will das wissen? Sein Kommandant. Boah. Ich bin Kasriel und ich bin ebenfalls ein grauer Wächter. Beantwortet einfach die Frage. Oh, machen wir es mal ganz großkotzig. Sein Kommandant. Oh, seid willkommen, Herr. Ich schätze, ich habe diesen Christoph seit etwa einer Woche nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, wohin er gegangen ist. Aber sein Zimmer ist bis Ende des Monats bezahlt. Er hatte sich wohl auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Oh, das ist gut. Ich hätte gerne einen Schlüssel zu Christophs Zimmer. Aber natürlich. Bitte sehr. Es ist das letzte Zimmer am Ende des Flurs. Wenn er aber zurückkommt und wütend wird, dann haltet gefälligst ihr den Kopf hin. Ja, ja. Na klar. Ich mach das. Du wirst schon sehen. So, schauen wir mal. Gut, ich denke, Christoph hat nichts dagegen, wenn wir seine Truhen plündern. Da wird schon nichts Wichtiges drin sein. Christophs Andenken. Mhm. So, noch ein Buch. Hm, Karte von Ferelden. Ja, mach mal die Truhe auf. Ein Brief von Aura. Ein Geistkordel. Drei Geschicklichkeit, drei Klugheit. Uiuiuiui, ja. Das ist das Richtige für eine Fenyel und zwar richtig gut. Okay, Codex. Wieso komme ich denn jetzt wieder hier so eine Nachricht? Gut, wie machen wir das? Ne, ich werde jetzt erstmal hier das lesen. Karte von Ferelden. Abgesehen von einem Ort, der die Schwarzmarschen... Erkunde die Schwarzmarschen. Eine Karte in Christophs Zimmer im Gasthaus deutet darauf hin, dass er sich auf dem Weg in die Schwarzmarschen gemacht hat, um dort Hinweisen auf die Aktivitäten der Dunklen Brut nachzugehen. Suche dort nach Christoph und finde heraus, was die Dunkle Brut in den Schwarzmarschen gemacht hat. Okay, das war's. Ja, das war's.
Bevor wir jetzt aber weiterziehen, möchte ich mal ganz kurz... So. Was hast du denn? Was mit zwei Willenskraft? Ja, hier anziehen, sofort. Uiuiui, wir haben so viele Krempel. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das werde ich offscreen... Das werde ich offscreen durchgehen. Aber... Offscreen, ja, da bin ich ja ewig mit beschäftigt. Nee, das werde ich euch nicht antun. Ich werde euch das Ergebnis dann zeigen, wie ich die dann neu angekleidet habe und den Krempel verkauft habe, aber... Ich glaube, sonst sind die letzten 5 Minuten des Videos damit verbracht, dass ich hier die Leute umziehe und durchsehe, was ich hier überhaupt alles für Zeugs dabei habe. Und das muss ja nicht sein. Ist ja nicht ganz so spannend. Okay, wir wissen, wo Christoph ist. Ungefähr zumindest, die Schwarzmarschen. Das wäre alles da drin gewesen, genau. Da oben ist auch noch was, aber... Ja, da geht's auf die Weltkarte, also sind wir praktisch schon durch mit... Amaranthian. Ah, okay, da ist noch eine Kirche. Gut, da ist noch was. Ach, wir reden erst mit Win. Komm, hallo Win. Ach, es tut so gut, euch wiederzusehen, mein Freund. Ich wollte euch eigentlich einen Besuch in Vigils Wacht abstatten, doch dann haben sich die Dinge überschlagen. Was ist passiert? Der Rat der Magi kommt in Cumberland zusammen und ich muss diesem Treffen beiwohnen. Ich hoffe, es klärt sich noch alles, bevor es beginnt. Aber ich sollte euch nicht weiter damit belasten. Ihr habt auch so schon genug, worum ihr euch sorgen müsst. Auf mich warten dringendere Aufgaben. Überreden. Entschuldige, aber diese Ereignisse betreffen nicht nur die Magier. Tja, da wir 4 Punkte jetzt in Meistermanipulation haben, müsste das ja theoretisch immer funktionieren. Oder? Skaletas eventuell mit Klugheit oder so? Würde zumindest Sinn machen. Wir probieren es mal. Wie ihr meint. Dann solltet ihr vielleicht wissen, dass es Unruhe innerhalb der Bruderschaften gibt. Die Libertarianer wollen sich vollständig von der Kirche lösen. Und wenn sie genug Unterstützung finden. Sie wollen sich vollständig lösen? Das ist doch Wahnsinn! Ich hasse die Überwachung durch die Kirche, genau wie jeder andere Magier. Aber sie können sich doch nicht einfach abspalten. Das kann nur in einer Katastrophe enden. Das ist äußerst beunruhigend. Nun, vielleicht löst sich ja auch alles in Wohlgefallen auf. Ihr solltet dennoch die Ohren offen halten. Nun, ich habe da noch einige Vorbereitungen zu treffen, bevor ich mich auf den Weg nach Nevara machen kann. Aber es gäbe da möglicherweise etwas, das ihr für mich tun könntet. Eine meiner... Ratsschwestern Ines hält sich seit Monaten im Vendanwald auf. Und leider konnte der Zirkel aufgrund der Probleme in dieser Gegend bisher keinen Kontakt zu ihr aufnehmen. Sollten euch eure Reisen zufällig in diesen Wald führen, wäre ich euch also dankbar, wenn ihr ihr von dem Treffen des Rates berichten könnt. Rein zufällig wird uns unser Weg wahrscheinlich wirklich dahin führen, ja. Und wenn ich sie nicht finde, was macht sie im Schlingenwald? Ja, was macht sie denn da? Ach, wer weiß das schon so genau. Höchstwahrscheinlich pflügt sie die Erde nach irgendeiner obskuren Pflanze um. Sie hat einfach leidenschaftliches Interesse an der Gartenarbeit. Oh, verzeiht. Ich meinte natürlich an der Botanik. Ines ist trotz ihrer Interessen und ihrer Exzentrik nicht nur eine äußerst angesehene Magierin, sondern auch eine Stimme der Vernunft. Und genau das könnten wir dringend brauchen. Es ist schon spät und ich muss mich nun verabschieden. Es war wirklich schön, euch wiederzusehen. Gebt auf euch Acht, mein Freund. Neue Quest, Ines, die Botanikerin. Finde die Magierin Ines. Wynn hat dich gebeten, ihre Ratsschwester Ines darüber zu informieren, dass der Rat der Magi in Cumberland zusammenkommt. Da sich Ines seit Monaten im Vendanwald aufhält, könnte der Zirkel bisher keinen Kontakt mit ihr aufnehmen. Konnte der Zirkel bisher keinen Kontakt mit ihr aufnehmen. Okay, noch eine Aufgabe. Junge, Junge, das ist ja Wahnsinn, was hier los ist. Gut, hier ist die Kirche. Die sehen wir uns dann aber erst im nächsten Part an. Bis dann.